Denn es geht jetzt weiter mit dem zweiten Teil heute. Und bevor wir zu unseren Talks, also zu den 4x5-Minuten-Talks kommen und zum letzten Vortrag von der Julia, gibt es noch jemanden vorzustellen. Und zwar ist das Dirk Fasold von Ferchau Engineering. Der möchte euch jetzt mal einen Einblick in die Fahrassistenzsysteme der Zukunft geben. Dirk, bitte, auf die Bühne. Danke, Björn. Ja, an der Stelle erstmal herzlich willkommen. Ich bin der Dirk und ich habe hier mal in Darmstadt vor vielen, vielen Jahren Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Schwerpunkt Elektrotechnik. Und ich habe damals schon als Chefredakteur der Emil-Zeitung über genau diese heiligen Hallen, in denen wir heute hier sitzen, berichtet, und zwar über das Carré, als es neu gebaut wurde. Und von daher ist es für mich irgendwo ein gewisses Comeback. Ich möchte euch zunächst mal noch auf ein besonderes Highlight hinweisen, und das ist diese legendäre Fotobox. Und die hat was Besonderes, weil da die schrecklichsten und komischsten und aberwitzigsten Bilder entstehen, und die gibt es bei uns tatsächlich am Stand. Gleich, wenn ihr reinkommt, könnt ihr euch die ausdrucken lassen und die für euch heute Abend noch mitnehmen. Ja, an der Stelle erstmal herzlich willkommen zu einem Vortrag, der da heißt Fahrerassistenzsysteme der Zukunft, und zwar für autonomes Fahren. Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir einfach mal in die Welt des Engineerings und der IT hineinblicken, braucht es eine ganze Menge nicht nur an Software, sondern auch an Hardware dahinter. Und ja, Ferchau hat sich eins auf die Fahne geschrieben, nämlich genau das zu verkörpern. In Deutschland groß geworden mit bundesweit über 6.600 Mitarbeitern und mittlerweile einigen Auslandsstandorten, 90 an der Zahl bundesweit und im Ausland auch in Deutschland, Frankreich, Spanien, England, in Polen, Österreich und auch in Indien mittlerweile vertreten. Das heißt, der Trend Richtung Best Cost hat auch bei uns Einzug gehalten. Und um einfach mal euch einen Einblick zu geben in die Welt, was das in der IT für uns bedeutet, die wir mittlerweile mit über 2000 Mitarbeitern in Deutschland und auch europaweit auf die Beine stellen. Wir haben 5 Themenbereiche, in denen wir uns tummeln, vom Application Development angefangen, über Embedded Systems, über Applikationssoftwareentwicklung bis hin zum Thema Enterprise Solutions, und das findet ihr auf diesem rechten Teil in CRM, BI im Bereich Portale und ERP-Lösungen. So, und das einfach mal soweit zu Ferchau, damit ihr einfach mal einen kurzen Einblick bekommt in die Welt, was IT für uns bedeutet. Und jetzt zum eigentlichen Vortrag im Bereich Fahrerassistenzsysteme. Mit Verlaub, ich habe euch einfach mal ein paar Assistenten mitgebracht. Wer ein modernes Fahrzeug heute fährt, der kennt diese Assistenten entweder bewusst oder aber unbewusst. Und wie diese Assistenzsysteme uns dabei helfen zum autonomen Fahren, dazu auf den nächsten Folien mehr. Zunächst blicken wir einfach mal in das, was wir heute in unseren Fahrzeugen bereits vorfinden. Und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Die meisten, ich würde mal sagen, kennen vielleicht 50% davon. Ich habe mir extra mal die Arbeit gemacht, um das mal zu recherchieren, was wir denn alle tatsächlich heute schon haben. Und das geht vom damaligen Elchtest beginnend als elektronisches Stabilitätsprogramm über den heutigen Notbremsassistenten, die Fußgängererkennung bis hin zum Lenkassistenten, Parkassistenten, und geht dann weiter über den sogenannten Totwinkelassistenten, wie ihr ihn hier auf der Folie seht, also um einfach das, was hinter euch ist, was nicht ersichtlich ist für den Fahrer normal, zu detektieren, um zu sagen, Achtung, lieber Fahrer, Holzauge, sei wachsam, wie unser Mathelehrer immer sagte. Ja, über den Spurhalteassistenten bis hin, und das nennt man, ich springe jetzt einfach mal zu einem Punkt, das nennt man Augmented Reality, also sprich Dinge erkennbar machen, die heute nicht für unser bloßes Auge sichtbar sind. Also sprich, ein Wildschwein, das aus dem Wald kommt, hups, und schon ist es vor dem Auto. Also solche Dinge, die quasi mit Nachtkameras detektiert werden.
keine Erfindung von Ferchau, sondern hier arbeiten wir unter anderem mit Continental in Babenhausen zusammen. Und das einfach mal als State of the Art dessen, was heute schon existiert, was alles diese, was diese ganzen Assistenten sind, die uns heute tatsächlich dabei helfen, dass wir sicher von A nach B kommen. Und das fängt an mit ganz modernen Technologien, die wir heute nur in Oberklassen finden. Das sind Interieur- und Exterieur-Kameras. Das geht weiter in Richtung Ultraschall, Infrarotdetektion. Das geht in Richtung Licht- und Laserradartechnik. Das geht zu Spurhalteassistenten. Die Steuerelektronik, die das gesamte Fahrzeug miteinander vernetzt, Drehratensensoren, Rollover-Sensoren, und dann kommt es eigentlich erst in das Interieur des Fahrers oder in die Fahrzeugkabine, nämlich die Touch-Bedieneinheiten, die es ermöglichen, heute das Fahrzeug so intuitiv und interaktiv zu bedienen, dass man sich vermeintlich nicht mehr aufs Fahren konzentrieren muss. Aber da sind wir heute noch nicht, sondern die Fahrzeuge haben heute etwas, und zwar, das nennen wir Fahrerassistenzsysteme, und wir bewegen uns in der nahen Zukunft auf teilautomatisiertes Fahren, und die mittlere Zukunft und in der weiten Zukunft betrachtet, reden wir tatsächlich über vollautomatisiertes oder hochautomatisiertes Fahren. Und das bedeutet, wir können uns tatsächlich eine Welt vorstellen, Science Fiction, zunächst mal im Jahr 2025 und darüber hinaus. Und das könnte so aussehen. Die Car-Konfiguration, also das heißt, wir konfigurieren heute unseren Mietwagen per App, wir konfigurieren unser neues Firmenfahrzeug per App, wir konfigurieren einfach das Fahrzeug, das wir, die Motorisierung, die wir brauchen, das Sicherheitssystem, das wir brauchen, komplett per App. Das Ein- und Ausparken heute per App. Und jetzt kommt ein Punkt, Think and Go, so habe ich es mal benannt. Das ist etwas, das braucht neuronale Netzstrukturen, das braucht tatsächlich eine Sensorik, die Gehirnströme misst, das braucht hochmoderne Technologie, die im Prinzip unsere Gedanken misst. Und da erkennt der ein oder andere schon, ja, was ist denn, wenn ich mir vorstelle, ich möchte jetzt gerne nach Oslo fahren und zwischendurch fällt mir ein, ach, München wäre viel schöner, weil da ist jetzt Oktoberfest. Und dann dreht das Auto plötzlich mitten auf der Straße um. Nein, so soll das natürlich nicht sein. Also hier brauchen wir einen klar geregelten Algorithmus. Und der funktioniert in der Form, dass wir tatsächlich über Intelligent Drive Systems verfügen, über Future Drive Assists. Also das heißt, Systeme, die darüber verfügen, dass wir heute sicher von A nach B kommen. Und dazu braucht es eins, nämlich die Verbindung erstmal zwischen einzelnen Fahrzeugen, die sogenannte Car-to-Car-Communication. Wir brauchen die Car-to-Infrastructure-Communication. Also wir brauchen eine Verbindung zur Außenwelt, die uns sagt, Achtung, da ist ein Stau, Achtung, da ist ein Hindernis auf der Straße, hier geht es nicht weiter. Die Straße ist eigentlich eingezeichnet, aber die Kartografie sagt etwas anderes. Und um das letztlich transparent für das Fahrzeug zu machen, wo bin ich eigentlich, braucht es eine sehr, sehr große Interaktion. Und das einmal mit diesem Schaubild dargestellt. Und wenn das geschieht, dann können wir uns ganz entspannt dem widmen, was wir eigentlich, wozu wir eigentlich sonst nicht kommen, nämlich zum Beispiel zum Arbeiten im Fahrzeug. Viele Manager heutzutage, die würden viel lieber E-Mailen, Slacken oder sich auf Xing vernetzen. Oder sie würden viel lieber Social Networking betreiben. Oder aber sie würden Video on Demand schauen. Also das heißt, die Windschutzscheibe wird zum 3D-Screen. Oder aber Connect on Demand. Das heißt, ich denke, ich möchte gerne mit Björn heute sprechen. Dann kommt Björn, klack, auf den Screen. Hi, hier bin ich, ja. Oder aber wir sagen einfach ganz relaxed and meditate. So, und das sind einfach mal die Dinge, die uns in der Zukunft erwarten. Und damit wir genau dorthin kommen, fangen wir heute bei Ferchau schon dazu an, unsere Kunden zu unterstützen. Angefangen von der IT- und Prozessberatung über die Systemarchitektur, über HMI-Grafikentwicklung bis hin zur funktionalen Sicherheit. Das machen wir in verschiedenen Arten von Kundenprojekten, entweder als Lösungsgeschäft vor Ort, in unseren Kompetenzzentren oder aber im Rahmen von Einbindung von verschiedenen Lieferanten. Und das gilt sowohl für Festangestellte, für Lieferanten,
als Kooperationspartner, aber auch bewusst für Freelancer. Und damit Sie einfach mal einen Einblick bekommen, wie diese Welt so eigentlich bei Ferchau im Inneren aussieht, wo wir uns heute schon den Themen der Zukunft widmen, damit wir nämlich in 2025 uns ganz relaxed zurücklehnen können und beispielsweise auf per App von Frankfurt nach Darmstadt fahren, frühmorgens im Berufsverkehr. Alles ist gut, ich lese entspannt die neuesten News, die auf einem Ticker kommen und bin schon im Büro angekommen. Vielleicht muss ich auch dann irgendwann gar nicht mehr arbeiten, weil dann alles nur noch, ich sag mal, auf irgendwelchen transformalen Wegen funktioniert. Aber heute schon entwickeln wir Themen von der Hardware-Elektronik bis hin tatsächlich zur HMI-Grafik, um den Fahrer bewusst zu unterstützen. Und das ist einmal ein Ausblick von Unternehmen oder ein Überblick von Unternehmen, für die wir heute im Engineering- und IT-Bereich tätig sind und die tatsächlich an verschiedenen Stellen immer wieder an diesem großen Thema Industrie 4.0 arbeiten, an dieser Vernetzung, an der Car-to-X-Communication. Und dazu möchte ich Sie tatsächlich auch animieren, einladen, auch selbst Teil dieses neuen Konstrukts der Zukunft für Future Driver Assistance Systems in 2025 zu werden. Und ja, wir befinden uns, um das mal ganz kurz noch darzustellen, ganz in der Nähe, nämlich genau 2,5 Laufminuten von hier in der Grafenstraße. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank.